Hallo ihr Lieben, Cobra 11 ist wieder da. Wir sind jetzt online und zwar bei Amazon.de. Cobra 11 eingeben und dann tauchen all die wunderbaren T-Shirts auf, die ich auch selber trage. Unten sind auch Hoodies dabei. Viel Spaß beim Einkaufen. Da bin ich nochmal. Ich musste gerade unterbrechen. War mein Lieblingshund war gerade hier und dann war natürlich das Herrchen hier und der brauchte natürlich sehr viele Kopien. Okay, noch einmal, wenn Kunden kommen, unterbreche ich. Dann höre ich auf, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also ich habe gar keine Zeit, aber auch egal. Ich habe gerade eine wunderbare Nachricht bekommen, deswegen mache ich diesen Videoclip nochmal. Ich habe sogar vergessen, Licht anzumachen, die sind etwas dunkler wie sonst, aber egal. So, schau mal, haben wir gerade bekommen. Jawohl, da haben sie bekommen. Mit Unterschrift. Es ist wirklich wahr, es gibt auch mit Unterschrift von Erdogan Atalay. Ja, Semir Gerkan. Sogar Bilder dabei. Und zwar haben die jetzt auch Sweater bestellt. Natürlich schon wieder grün. Ich sage immer, ihr sollt nicht grün bestellen, weil dann können wir leider nicht ins Studio. Dann werden die mal durchsichtig. Aber schwarz mögen sie halt nicht. Sie bestellen halt immer mintgrün. Ja, ich begrüße Maya, ich begrüße Anja, Anita. Ach, herrlich. Und ich finde es super toll, wie er unterschreibt. Ich kann es mal eben größer machen. Nee, aus Sicherheitsgründen nicht. Das ist beim Phone. Ja, doch, geht. So, hier. Hat er exklusiv für Maya sogar unterschrieben. Seht ihr? Die Maya hat er unterschrieben. Es gibt auch Möglichkeiten, da müsst ihr ihn höflich fragen. Er hat also Maya, hat sogar was gemalt. Finde ich super. Maya, ich gratuliere dir. Diesen kleinen Miniclip gönne ich dir. Maya gehört ja zum Club und Anita auch. Wahnsinn. Wirklich. Maya, du siehst, haben wir denn heute schon Weihnachten? Nein, heute ist Thanksgiving in Amerika. Und heute ist ein ganz normaler Tag. Und ich begrüße euch total recht herzlich, wie gesagt, bei Cobra 11 Club und so. Ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune, wie ich jetzt gute Laune habe. Ich finde es super toll, wenn ich solche Nachrichten höre. Und ich fand es auch nett, sehr nett von ihm, dass er da, war ziemlich lange. Ich glaube, er hatte Pause. Ich hoffe, ich habe ihm die Pause da versüßt und nicht gestört. Ja, weil ich störe ungern. Auch wenn ich jetzt hier rumspiele, ich hin und wieder habe ich sehr gute Laune. Dann sage ich Hallo. Dann merke ich aber auch, dass Erdogan zum Beispiel gute Laune hat, dann sendet er ganz viel Musikstücke und so. Also wir haben hin und wieder viel, viel Spaß hier über Phone, übers Netz und ich begrüße die Cobra 11 Teams, Action-Konzept-Teams, Stunt-Teams, Kamerateams. Ich weiß ja, was das für Arbeit ist, ich weiß, was man da machen muss, ich weiß, welche Konzentration man liefern muss. Wir sind halt auch im Foto-Filmstudio. Und da kann ich auch nicht einfach, obwohl ich jetzt hier im untersten Segment, so wie gerade das Baby, aber da muss ich auch richtig, das Baby muss ja auch in der Bio, ne, ihr wisst ja, Biometrie muss abgelichtet werden, Kinderbilder, das macht unheimlich viel Spaß. Mal schauen, vielleicht mache ich nächstes Jahr doch nochmal so ein Studio auf, weil wir hatten sowas, ich meine, wir haben es immer noch, aber jetzt in fremder Hand, in Mülheim am Rhein-Ruhr-Zentrum, haben wir ein Riesenstudio, ein paar hundert Quadrat. Da kann man oder konnte man sehr vieles machen, kann man immer noch. Ich muss es nur dann anmieten, vorher hat es mir gehört. Und ihr merkt schon, so viel ist ja gar nicht mehr los in der heutigen Zeit. Ich habe ja sehr viele Selbstständige hier, selbstständige Künstler in allen Formationen. Ob nur im Tanzbereich, die junge Dame war gerade da, die da im Tanzbereich was macht. Ich habe Consulter, ich habe alles Mögliche. Ich kriege auch Antwort zwischendurch. Okay, also ich beantworte meistens immer und ich freue mich wirklich für Maya, ich freue mich wirklich auch für Anita, dass ihr das mit Unterschrift bekommen habt und auch ganz neue Karten vom Erdogan. Ich habe ja schon eine Menge hier, die müssen jetzt nicht alle haben, aber wie gesagt, ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Schauspielern, besonders Erdogan und Nils vor allen Dingen, mit dem ich sehr viel mich unterhalte. Er hat leider auch keine Zeit, hier vorbeizukommen. Ich meine, Düsseldorf drehen und 54 Kilometer weiterfahren, nur um hier guten Tag zu sagen und eine Tasse Kaffee abholen, das ist in der heutigen Zeit nicht immer so machbar. Natürlich können wir uns treffen, ist überhaupt kein Thema. Auf irgendeinem Wochenende kann man hier eine Session machen mit echten Schauspielern. Habe ich ja alles schon hier gemacht. Wir haben hier so viele Sessions schon gemacht. Warum auch nicht? Ich habe nichts dagegen. Wenn Zeit ist, seid ihr immer total recht herzlich willkommen. So, ich denke mal, wie gesagt, 25 Türchen aus oder 24 Türchen für Weihnachten. Mal schauen. Ist nicht versprochen. Ist nicht versprochen, ist Arbeit. Und ich habe Arbeit genug.
Aber hin und wieder habe ich so gute Laune, dann kann man so, sagen wir mal, 24 Miniclips machen. Anita, Maya, wenn Zeit ist, könnte man. Ne? Dann könnte man auch dieses Sweatshirt da vorstellen, aber es ist euch gegönnt. So, ihr habt es gesehen, ich habe es kurz hochgehalten. Semir Gerkan, Schrägstrich Erdogan Atalay, hat seinen Hoodie in Mintgrün. Deswegen kann ich die leider nicht im Studio verwenden. Ansonsten müsste ich das Blue Studio machen. Also müsste ein Blue Studio machen und Green Studio. Dann können wir natürlich auch Atalays Greenwear dort tragen und auch zeigen, dass er unterschrieben hat und dass er so Männchen drauf gemalt hat. Ja, ich finde die Serie super. Ich finde Erdogan, Nils finde ich super. Die anderen waren auch super, weil sind aber nicht da. Ich weiß nicht, wo sie rumtoben. Sollten die durch Zufall dieses Video gesehen haben, ihr seid immer noch auf der Top-One-Liste, ob Tom Beck, der ist weg, oder Daniel Düsentrieb in Amerika hier. Okay, ein bisschen Spaß muss sein. Also, ich bin jetzt im Star-Wars-Modus, weil heute, genau heute in 4 Wochen ist Star-Wars in den Kinos und wir verabschieden uns. Ich hatte gestern noch mit Erdogan darüber gesprochen, er war auch ein Star-Wars-Fan. Ja, die ganzen Star-Wars-Fans gehen so langsam, weil Walt Disney hat das ein bisschen anders. Vielleicht durch Walt Disney Plus könnte es sein, dass es besser wird. Vielleicht. Ich habe ja jetzt den Mandalorian schon gesehen, der Teil 3. Also drei deutsche Teile habe ich schon gesehen. Den vierten Teil kann sein, dass er heute on air geht oder morgen on air geht. Dann werde ich mir das sicherlich auch wieder anschauen in Deutsch. Und dann gucke ich mal. Ne? Also ich werde Disney sicherlich auch abonnieren, Disney Plus. Aber ich muss ja leider da auch bis März warten. Also ich muss auf Disney Plus warten und ich muss jetzt auf Cobra 11 warten. Ja, ich würde sagen, warten wir alle mal aufs Christkind, was das Christkind uns so bringt in dem Sinne. Also Anita, Maya, ich beglückwünsche euch zum Sweat, zum Hoodie von Erdogan Atalay mit Unterschrift und mit Zeichnung und auch Karten. Exklusiv, das steht ja exklusiv für Maya. Und, ne? Ja, ist klar. Ich finde es super. Mal gucken, vielleicht kann ich das Bild sogar hier einbeamen. Ist aber nicht versprochen. Ich weiß nicht, ob das gesaved worden ist. Kann mal eben gucken hier. Da ist Maya. Kann ich mal eben gucken. Nein, nur Cobra 11 und der Sweatshirt von Semir ist gesaved worden. Und meins natürlich, ist klar. Ne, das andere. Das muss ja auch nicht sein, es ist safe, das habe ich euch gezeigt. Nur während ich jetzt hier gemacht habe, habe ich das natürlich schon wieder gelöscht. Ihr habt selbst mitbekommen, ich lösche unheimlich schnell, weil der Datenschutz ist bei mir so dermaßen drin. Schwuppdiwupp, seht ihr, ist leer. Kein Sweatshirt mehr zu sehen, nicht zu sehen. Und ich habe es ja vorhin gezeigt, es war da, somit seht ihr das auch. Das ist schon bei mir drin, ja, dass das sofort weg ist. Da grüße ich jetzt jemand anderen. Ganz kurz, aber seht ihr, ich habe gegrüßt und schon wieder weg. Ja, also das ist bei mir ähnlich, ich halte das nicht fest und deswegen muss ich da manchmal sehr schwer aufpassen. Was hat man mir gerade geschickt oder so? Jetzt hat mir einer, da wieder, ja, hat mir nicht. Ich kriege ja aus Amerika immer Good Day, Good Day, Good Day, ist richtig, die haben ja Thanksgiving. Das war alles schön mit, ich bin aber leider jetzt hier in Deutschland und nicht in Amerika. Und somit ist die Sache hier, ja, beurteilen tue ich es auch. Ich finde, die ganze elektronische Welt macht so viel Spaß. So, jetzt habe ich mal richtig ein paar Minuten Zeit gehabt, euch guten Tag zu sagen und Danke zu sagen und mich zu freuen für euch. Ja, ich freue mich für euch, denn ich trage ja auch sowas. Gut, Erdogan hat es nicht unterschrieben. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Vielleicht kommt Erdogan wirklich eines Tages mal hier vorbei. Dann kann er hier von mir so viel unterschreiben, wie er will. Freue mich tierisch. Von mir ist kann ich die Wand bemalen. Ist okay. Ja, aber dann kommt der Neid. Ich habe so viele Originalunterschriften hier hängen. Ja, auch wirklich. Ich habe mit so vielen Originalleuten zu tun gehabt. Ich habe mein ganzes Leben mit Schauspielern und mit den Medien. Als Medienfachkraft hat man natürlich mit Leuten von den Medien zu tun. Printmedien, Bildmedien und Tonmedien, ja, Sängern, Tänzern. Die junge Dame, die ich gerade genannt habe, ist eine Tänzerin, eine brasilianische Tänzerin. Die hat ein Tanzstudio und für die mache ich vieles. Ja, das ist halt so. So, das ist der Alltag, den ich jetzt hier einfach mal
indem ich mich jetzt sozusagen aus dem Jahre 2019 hiermit verabschiede. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dass ihr alle mal da wart und dass wir hier sehr viel Spaß hatten. Und das Jahr geht jetzt halt zu Ende. Das sind jetzt die Nachwehen von November. Jetzt gehen wir in den Dezember. Ja, viel, ich habe auch gestern noch mit Erdogan darüber gesprochen, viel Umsatz kann man damit nicht machen, weil Amazon halt. Natürlich könnte ich jetzt hier die Sweatwear ausstellen, ich könnte eine Figur, eine Puppe dahinstellen mit seiner Sweatwear. Könnte ich machen, aber wie gesagt, das wird ja dann hier nicht gekauft. Ich könnte höchstens Werbung machen in diesem Schaufenster für seine Sweatwear. Und dann kauft ihr das sowieso bei Amazon. So, Amazon liefert und ihr habt euren Spaß und wenn ihr Glück habt, sogar mit Unterschrift. Was will man mehr? Ne? So, also ich werde mich wirklich freuen, wenn Erdogan oder Nils irgendwann mal mit Fahrer und anderen hier mal erscheinen. Besser wäre natürlich an einem Wochenende, weil dann sind wir unter uns. Ja, dann können wir auch reden und so. Ich meine, die Kunden flippen jetzt nicht aus, wenn hier ein Star ist. Sie wissen dann meistens aber nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das merke ich. Also wenn hier so ein Star, auch ein Superstar plötzlich hier ist, merke ich immer anhand der Kunden, die wissen dann nicht, wie sie sich geben sollen. Die wissen dann nicht, die drehen noch nicht am Rad oder so, sie sind unheimlich nett und so. Deswegen habe ich auch diesen Ort gewählt, weil hier keiner glaubt, dass hier ein Star oder auch Superstar plötzlich hier verweilt oder oben zum Restaurant geht und dort isst. Aber die hinterlassen meistens immer eine kleine Anerkennung an der Wand. Dass man sieht, wow, Prashant war hier, yeah, Prashant Jagbai war hier, yeah, cool. Jean-Claude Van Damme, oh, der war hier, ja, doch, doch ist, ne? Solche Beweise oder Arnold Schwarzenegger, so, Vorsicht, das ist lange her, lange her. In den letzten 10 Jahren waren hier nur, wie gesagt, Frank Zander, diverse Ansätze, ich vergesse schon die Namen, seid mir bitte nicht böse. Aber ist halt so, die großen Größen, ach hier war so viel. Nur ich bin jetzt im Dankmodus, ich bedanke mich einfach total recht herzlich für die netten Worte, für die netten Bilder, für die nette Unterstützung. Das hat so viel Spaß gemacht mit euch und es wird sicherlich irgendwann wieder Spaß machen. Aber im Moment ist überall der Spaß weg und ich weiß auch nicht warum. Bei RTL ist der Spaß weg, bei Cobra 11 ist der Spaß weg. Ich meine, die haben Spaß, habt ihr ja gesehen. Aber ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Es verändert sich etwas. Ne? Es verändert sich was und wir wollen hoffen, dass 2020 nicht wird wie 1920. Also das möchte ich wirklich hoffen. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass wir 2020 so ähnlich haben wie 1920. Wir feiern zwar 100 Jahre nächstes Jahr, das Jahr 1920 und 10 Jahre später feiern wir 1930. Im Jahre 2030. Ich möchte wirklich nicht, dass 1945/2045, damit ende ich. Also ich will das nicht, meine lieben Freunde, aber die Tendenz scheint so zu sein. Aber egal, jetzt sind wir erstmal bei Krieg der Sterne, winke, winke, Cobra 11, winke, winke. Ich begrüße euch total recht herzlich, ich freue mich tierisch, dass es euch gibt und dass man mit euch plaudern durfte. Jetzt ist halt Funkstille, genießt mal eben die Ruhe. Aber, ne? Kein Cobra 11 im Fernsehen, kein Star Wars. So ruhig wäre das dann. Denkt dran, ist wirklich. Und denkt dran, Weihnachten ist Heiligen Abend. In der Stille der Nacht macht mal alle Fenster auf und geht mal kurz raus und seid still. Es ist wirklich still. Heiligabend ist so still, das glaubt ihr gar nicht. Also, ich hab's wirklich getestet. So eine Ruhe wie jetzt. Okay, ihr hört hier ein paar Geräusche, aber dann ist da wirklich. In dem Sinne, Cobra 11 und Star Wars. We like it. Die Cobra 11 Black Friday Woche beginnt. Vom 22. bis 29. November gibt es auf alle Cobra 11 Produkte 15%. Einfach bei Amazon.de in der Suchmaschine Cobra 11 eingeben oder swipen und einkaufen.